Rekordkunstauktion bei Christie's in New York. Bei einer Versteigerung wurden 60 Gemälde aus der Sammlung des verstorbenen Microsoft-Mitbegründers Paul Allen für 1,5 Milliarden Dollar verkauft. So viel wie noch nie für eine private Sammlung. Das teuerste Werk war Les Poisseuses Ensemble des französischen Malers Seurat. Für das Bild wurden 148 Millionen Dollar bezahlt. Auch Gemälde von Van Gogh, Klimt und Gauguin wechselten für jeweils mehr als 100 Millionen Dollar den Besitz.